Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge City Skylines. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns am ganz neuen Einkaufszentrum, das hier in Elbesund entstanden ist in der letzten Folge. Und da habe ich auch angekündigt, dass wir heute hoffentlich was... Oh, da fliegt ein Mensch. Lol. Dass wir heute uns noch ein bisschen um die Industrie kümmern werden. Das müssen wir unbedingt machen. Ich habe aber ein anderes Problem entdeckt. Das werden wir zuerst beheben, bevor wir dann in die Industrie gehen. Und zwar hat sich das jetzt scheinbar gelöst, denn hier waren mega Müllprobleme. Anscheinend ist aber der Müllwagen gekommen und hat das behoben. Auch schön. Hier die gebildeten Arbeiter, das sollte klappen. Wir haben ja auch hier nochmal ein neues Bildungszentrum sozusagen gebaut. Jetzt würde ich fast sagen, wir schließen hier den Kreis noch. So, wir bauen jetzt gebrannt. Leute, das haben wir erst gebaut, schon wieder abgebrannt hier. Und theoretisch müssten wir uns auch um die Busse kümmern. Es macht mir auch Spaß, aber eigentlich würde ich jetzt gerne Industrie machen. Sagte er und kümmerte sich dann doch nochmal um diesen Stadtteil hier. Aber dann ist das gefüllt, das finde ich sehr gut, dass wir das dann hinter uns haben. Also was heißt hinter uns haben? Nicht falsch verstehen, ihr wisst, wie ich es meine. Wie sehen denn unsere Fähren aus? Naja, oh doch, sie werden genutzt, das ist die Hauptsache. 7 Leute, 10 Leute, das ist doch schön. 50 Leute. Oh, hier pendeln sie alle. Ja, nice, das ist schön. Das ist wunderbar. Klar, hier hinten ist natürlich auch noch nicht viel, warum sie da fahren sollten. Aber wie gesagt, wir kümmern uns heute mal ein bisschen um die Industrie. Und zwar ist ja hier schon fast voll bebaut. Und auch sehr viel Verkehr. Wir können jetzt hier außen natürlich noch was hinmachen. Das würde ich auch ruhig noch tun. Na, so die Bereiche. Und dann müssen wir gucken, würde ich gerne auch nach hier hinten noch so ein bisschen was machen. Und dann aber auch die Flussseite noch wechseln und hier was hinbauen. Und hier würde ich dann auch gerne Fabriken und so aufbauen. Also Industries einsetzen. Dafür müssen wir dann die Autobahn hier ein bisschen wahrscheinlich auch verlegen. Die wird ja sowieso auch hier hochkommen und hier wieder angeschlossen werden noch. Da fehlt es an Wasser. Haben wir einen Wassermangel? Wir haben Wassermangel. Da wollte ich eigentlich auch nochmal dran dann. Das umzubauen. Das mache ich aber außerhalb der Folgen dann wahrscheinlich. Dass sie nicht so hässlich da vorne stehen. So. Genau, ich würde gerne, wie gesagt, auf die Seite kommen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil natürlich der Verkehr dann über diese Straße hier abfließen würde. Hier rum, darum und dann hier wieder abfährt von der Autobahn. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich eigentlich nicht. Wir können natürlich hiervon auch einmal abzweigen, dass die direkt aus dem Industriegebiet auch da hochfahren können, rüberfahren könnten. Weiß ich nicht. Weil da müssen sie nicht extra hier rumfahren, sondern könnten gleich, wenn sie von hier kommen zum Beispiel. Mann, die haben ja hier die Autobahnauffahrt. Ich würde erstmal die Brücke hier benutzen. Erstmal das nehmen. Dann müssen wir das erstmal umbauen hier. Bevor wir da weitermachen können. Wir brauchen hier die Autobahn. Die muss hier auf jeden Fall weitergehen. Als Hochstraße oder nicht? Wollen wir sie direkt durchführen? Ich weiß es nicht. Die muss sich ja trennen. Wir müssen ja die Autobahn trennen hier. Ich würde hier oben bleiben. Noch ein Stück. Bis hier vorne. Wir ziehen die gerade durch von der Brücke aus. Ich habe, glaube ich, eine Idee, wie wir es machen könnten. Es sind zwei verschiedene. Wir haben hier eine Spur mehr. Macht auch Sinn. Das könnte relativ voll werden hier. Und dann würde ich gerne mit einer abzweigen, mit einer Autobahn. We'll be right back.
Alright, da haben wir die Autobahn gebaut. Ich dachte jetzt, ich mache hier noch weiter, aber da weiß ich noch nicht, wie hier die Stadt weiterkommt. Da müssen wir erstmal hier weiterbauen, bevor das funktioniert. Jetzt ist aber zumindest hier schon mal das so angebunden und wir könnten jetzt hier das Industriegebiet dann hinsetzen. Ich finde, die ist mir relativ. Ich finde die relativ schön, die Kreuzung. Schön schlank. Ja, die Strecke hier rum, die Autobahn. Die große geht also hier rum. Die wird das Industriegebiet mit der Stadt dann versorgen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wenn wir hier das noch bebauen, dass die relativ voll wird, da die Autobahn, um ins Industriegebiet zu kommen. Und dann wird hier irgendwo die Abfahrt hinkommen für die Industrie. Das heißt, die müssen dann trotzdem alle hier rumfahren. Es sei denn, wir machen hier noch eine Verbindung hin. Das müssen wir dann mal schauen. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hier die Industrie haben. Hier, die einzigartigen Fabriken, die meine ich nämlich eigentlich, dass die hier mit herkommen. Irgendwo in diesem Bereich. Aber auch, müssen wir mal schauen, ich glaube, wir könnten das, genau, wir haben hier die Möglichkeit, das auch einzurichten nochmal mit anderen Materialien, dass wir mal schauen, welche Industrie wir hier bauen wollen. Ich bin eigentlich für Öl. Ich finde, Ölindustrie sieht halt am besten aus. Also die anderen sehen auch geil aus, aber da müssten wir dann halt das erst holen. Und Ölindustrie können wir eigentlich direkt hierher bauen. Deswegen würde ich sagen, in diesem Bereich hier hinten noch an der Autobahn, da bauen wir mal ein Ölgebiet hin. So war das. Machen wir auch erstmal ein bisschen größer hier. Dass wir dann da auch drin sind. So, da machen wir. Nee, Moment. Nee, das ist falsch. Das ist komplett falsch. Ich muss mir erstmal wieder überlegen, wie das denn war. Industriegebiet. Das müssen wir nehmen. Ha, Moment, das ist komplett falsch. Blödsinn, was ich gemacht habe. Das, dann bauen sie selbst Fabriken. Das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte ja erstmal, dass sie hier... Genau das ist das richtige Industriegebiet. So, dann müssen wir da einmal Öl einbauen. Dass die hier Öl finden. So, dann brauchen wir eine große Straße. Ich frage jetzt, machen wir das wieder als Einbahnstraße? Ich würde fast sagen, ja. Wisst ihr, was ich mich immer frage? Warum haben wir halt nur diese Einbahnstraßen oder diese Einbahnstraßen und nicht diese als das? Finde ich ein bisschen schade. Na gut, so ist das. Ne, wir müssen jetzt als allererstes mal hier eine Kaimauer ziehen. So. Ziehen wir auch direkt hier vorne weiter lang dann. Und dann würde ich hier einfach das so anschließen. Dann können wir da nämlich den Boden noch ein bisschen niedriger setzen. Ein bisschen kleiner vielleicht, ne? Dass das Wasser hier auch ordentlich fließt. So, dann können wir... Ah! Mega Krater. Haben wir übrigens aus, ne? Katastrophen. Falls sich irgendwer jetzt schon mal gewundert hat. Katastrophen sind nicht aktiviert. Ich finde es eigentlich eine coole Sache, aber nicht in diesem Projekt. Wir wollen ja schnell vorankommen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Industriegebäude hier sehen. Und zum Beispiel die Ölpumpen mal gucken. Die haben eine 8000er pro Woche.
9000 pro Woche. Deswegen ich würde die nehmen. Das ist, glaube ich, ein Viererkästchen, ne? Jeweils. Okay, dann können wir das ruhig machen. Beziehungsweise würde ich die dann hier irgendwie hinsetzen. An die Autobahn. Oh, eigentlich sollte es parallel zur Autobahn hier laufen. Nein, passt natürlich nicht. War doch wieder klar. Noch einen mehr, einen Abstand größer bauen. So. Genau, dann würde es gehen. Jetzt brauchen wir einmal hier den Ölbereich. Dann bauen wir erstmal dahin. Und dann bauen wir hier ein paar Öldinger hin. Auch eine Arbeiterunterkunft. Na, die würde ich jetzt nicht da an die Autobahn bauen. Oh, die haben hier kein Wasser? Nee, haben sie nicht. Können wir uns mal hier so einen Bereich klauen eigentlich? Funktioniert gerade nicht irgendwie. Aus welchem Grund funktioniert das nicht? Hallo, 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 hallo. So. Lol, jetzt hat er die Bäume markiert. Was ist denn da los? Kann man das jetzt da anschließen eigentlich? Wie geht denn das? Egal, geht irgendwie, aber wie weiß ich jetzt gerade nicht. Ist ja auch egal da. Wir müssen den hier sowieso komplett dran bauen. Weil wir ja da drüben den dran haben wollen. Auf der anderen Seite. Ernsthaft? Und hier machen wir mal einen geraden Abschluss. So. Dann bräuchten wir ja hier diese ganzen Anlagen und Tanks. Die Tanks würde ich zum Beispiel vorne ans Wasser setzen. Mal schauen, wie groß die waren. Ein Tick mehr. So vielleicht. Ja, würde passen. Oder es passt. Bauen wir dann nochmal Tanks hin. Sehr cool. Da muss hier die Autobahn einmal rumgeführt werden. So, hier kommt dann normale Industrie auch hin. Oder wir machen die dann zu einer Ölindustrie. Das müssen wir mal sehen. Rohöllager. Rohöllager. Ölindustriespeicher. Eigentlich egal. Nur diese großen Fabriken hier, die kommen dann natürlich hier vorne auch mit irgendwo hin. Die das weiter zu Plastik. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir haben das jetzt hier angefangen. Das müssen wir dann beim nächsten Mal weiterbauen. Das dauert sonst jetzt zu lange. Auch wie wir das alles anschließen hier. Da müssen wir dann auch noch komplett einmal nachschauen. Und dann muss natürlich hier, was hier auch noch hin muss, Fernleger. Bin gerade am Überlegen, machen wir hier diesen Knick mit rein? Irgendwie? Vielleicht kann man das noch mit nutzen. Vielleicht tatsächlich sogar als Fähranleger oder so. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ist das viel zu groß geworden, wie ich das hier schon wieder gemacht habe. Ist mir immer passiert mir das bei Industries. Aber gut, wir können das ja mit einer anderen Industrie dann auch noch auffüllen. Und so. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen,
Sieh das. Erdbeerraffinerie. Okay. Noch Fragen? Sieht doch das gar nicht so schlecht aus, wie wir das dann hier entwickeln. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gerne positive Bewertung da lassen. Vielleicht auch ein Abo, wenn es euch wirklich gefällt auf diesem Kanal. Schaut euch um. Kein Stress. Würde mich aber sehr drüber freuen. Ich bin jetzt raus. Bis dann, euer Kev zockt. Bye, bye.